Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem faszinierten Raki. Guten Tag zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und in der heutigen Folge geht's wieder zurück zum Baumhaus, da wollten wir eine Menge machen. Wir laufen aber heute mal zurück, habe ich mir überlegt, weil wir müssen ja auch, rettet das Deutsche denn. Wir müssen nämlich noch Gras sammeln. Und jetzt haben wir ja gelernt von der Sibylle, vielen Dank nochmal dafür. Die hat uns geschrieben, warum hackst du eigentlich nichts mit dem Spinnenfangdolch? Weil ich es nicht wusste, ne? Wusste ich echt nicht. Oder ich wusste es irgendwann mal, ich meine, das ist Folge 5 Trillionen, keine Ahnung. Ich wusste es mal, habe ich vergessen. Aber danke für den Tipp, vielen, vielen Dank. Das bringt mir natürlich viel. Vor allen Dingen, weil es auch schneller geht oder weil es schnell geht. Ich zeige euch das mal, ne? Hier einmal gehackt. Aber ich muss, glaube ich, auch wieder umstellen auf Hacker. Ich habe das Ding noch auf Killer gestellt. Hier, Grashacker und Dimitridatisation für die Wolfsspinne. Die haben wir in der letzten Folge platt gemacht. Das brauchen wir jetzt auch nicht so. Dann machen wir ja zack, guck mal, haut man einfach zwei, dreimal gegen. Ich glaube, das Ding ist genauso effektiv wie die Insektenaxt, nur schneller noch, ne? Das ist natürlich noch geiler. Das ist wirklich schnell, das Ding. Zack, zack, ne? Perfekt. Das hatte ich ganz verdrängt, dass das ja damit geht. So. Deswegen nochmal Dankeschön. So. Okay. Jetzt habe ich auch irgendwo das Sammelteil hingestellt. Ich glaube, das liegt noch da oben. Dann bringe ich das mal hoch. Das muss ich erstmal runterholen da oben. Von da oben. So. Holzplättli. Plättli? Ich glaube, da oben steht es, ne? Oder wo habe ich das hingestellt? Ah, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich habe das da unten hingestellt. Dann lassen wir es mal hier. Ich glaube, hier habe ich es hingestellt, ja. Weil ich ja da... Was? Sag nicht schon wieder. Schon wieder eine? Ey, wie oft spawnt die denn dann? Hallo? Du warst tot. Na gut, dann lass du, bleib mal da. Dann bleib halt da. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber ist doch egal. Das macht doch nichts. Einmal da runter mal und suchen unsere Sachen zusammen, die wir brauchen. Die Wolfsspinne. Die kann uns ja auch nicht wirklich groß gefährlich werden. Höchstens, wenn wir keine Mitridatisation angeschaltet haben oder sowas. Klar, dann wird es natürlich ein bisschen doof. Aber selbst dann... Oh, hier ist zu steil, ne? Kann ich nicht hinlegen. Das ist ja blöd. Nirgendwo. Da. Hier, zack. Dann legen wir es hier hin. Zack. Ui. Bin auf die Birne gefallen. So, dann sammeln wir den ganzen Quadradatsch mal ein hier. Tada. Und hier liegen noch irgendwelche Platten von vor 1000 Jahren. Die sammle ich jetzt auch ein. Zack. Dann brauchen wir noch Stängel. Boah, wie schnell das Ding ist. Echt genial, das ist echt ein guter Tipp gewesen. So. Ja, und dann bin ich natürlich auf das Update gespannt. Da freue ich mich dann drauf. Das werde ich mir in Ruhe mal angucken dann. Und dann mache ich natürlich auch wieder Content zu, wenn ihr möchtet. Gerne. Dann geht's weiter hier mit dem neuen Update. Ich habe auch keine Ahnung, wie es heißt. Ich gucke immer in die News auf der Seite der Entwickler und so, aber da steht noch nichts und die halten sich bedeckt. Da passiert noch nichts. Das kommt alles noch und da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden. Ne? Das wird mit Sicherheit ein großes Teil. Und irgendwann werden wir den Tag erleben, dass Grounded fertig ist. Das ist verrückt, aber ja, man kann es kaum glauben. Ich bin ja von Anfang an quasi dabei, vom allerersten Erscheinen so quasi. Und habe das alles mitbekommen, was da alles zwischendurch kam und auch welche Fehler es gab und all sowas. Und jetzt sehe ich dann, okay, irgendwann ist der Tag tatsächlich gekommen. Wir haben jetzt auch schon über ein Jahr oder so, oder ein Jahr auf jeden Fall, Grounded, ne? Dann irgendwann geht es dann weiter. Beziehungsweise dann hat man den Endstatus, das Release-Game fertig, ne? Dann ist es fertig, unglaublich. Dann ist Grounded fertig. Man glaubt es nicht. So, dann gehen wir mal so hoch. Ich brauche jetzt da oben eigentlich nicht so mega viel Grasplatten, aber ich schaffe jetzt alles hoch, was wichtig ist.
Und dann stellen wir mal hier hin. Den Rest lege ich einfach hier hin. Und jetzt gehen wir Stängel besorgen. Da weiß ich auch schon wo. Da unten muss ich nur aufpassen, dass ich mich da nicht verletze. Wenn man da relativ tief fällt hier. Aber man kann ja so halb runterrutschen irgendwie. Zeige euch das mal. Hier so. So halb. So passiert nichts, ne? Tue ich mir nicht weh. Und da sind Stängel ohne Ende, ne? Beziehungsweise einmal Stängel. So, zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack, 8. Boah, der steckt so schnell. Das ist echt der Vorteil von dem Teil hier. So, da hinten sind noch mehr Stängel. Schlappen wir uns das Ding wieder. Rennen da hoch. Da di da doodle doodle du. Wie oft er damit schlägt, ne? Das ist mega. Und schon wieder aufgeladen. Zack, das war's schon. Ne, da kann man viel schneller mitarbeiten. Das muss ich wirklich einsehen. Das ist mega gut. Lala, da, da, da. So. Packen wir den wieder voll. Das Ding auch gleich wieder ausreichend gefüllt. Noch ein bisschen haben wir. Dann hauen wir den auch weg hier. Boah, das ist echt schnell, das Teil, mein Gott. So. Hier ist noch eine. Und dann noch eine. Nee. So, ich habe wieder 5. Wahrscheinlich reicht's. Ja, reicht's jetzt. Mal gucken, wie viel kriege ich noch drauf. Oh, ich krieg noch mehr drauf. Wahnsinn. Oder ist jetzt gerade voll, ne? Entschuldigung. Frosch im Hals. So, dann laufen wir mal hoch. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich von hier hochkomme. Ist also tricky dann, ne? Können wir mal versuchen. Boah, nee, das geht nicht. Okay. Müssen wir doch hier außen rum, was ja macht ja auch nichts. Dann gehen wir hier außen rum. So, und dann müssen wir nach oben laufen und dann müssen wir gucken, dass wir oben vorankommen, ne? Dann muss ich noch. Ich glaube, dann nehme ich auch noch Kleeblätter mit. Kleeblätter, genau. Kleeblätter müssen wir auch mit hochnehmen. Habe ich, glaube ich, auch noch welche gesammelt gehabt. Meine ich jedenfalls. Bin mir nicht sicher. Da werden wir jetzt mal nachschauen. Boah, die schnarcht so, die Thekla, ne? Das gibt's gar nicht. So, ihr kleinen Kleeblätter, habe ich hier nichts mehr. Unfassbar. Nee, da muss ich doch nochmal runter. Wie schön. Thekla schnarcht da lustig vor sich hin. Du kleine Thekla. So. Dann gehen wir hier mal ein bisschen was umhauen. Zack. Es sei denn, die Ausdauer ist weg. Dann geht's nicht schnell. Wie viel habe ich ihn jetzt? Upsi. Oh ja, das reicht schon fast. Wir holen jetzt noch ein paar. Ich will jetzt nicht 10-mal laufen müssen, aber es dürfte schon reichen, um weiterzukommen. Ne? Da ist das Dach mit Sicherheit fertig. So, das reicht mir jetzt einfach. Ich gehe jetzt mal hoch. Ich freue mich auch schon zu sehen, wie es aussieht, wenn es oben fertig wird. Und dann können wir auch schon überlegen, um die Ecke zu bauen. Ey, wieso ist die da schon wieder? Das gibt's doch nicht. Blöde Thekla. Kriegst eine vor die Mütze geballert. Aufstehen. Ach, ich habe keine Pfeile. Scheiße. Scheibenkleister. So. Egal. Ah, nee, warte mal. Nee, die Keule legen wir wieder schön weg. Komm. Ach, du hast keinen Platz. Wie schön. Ja, gut. Legen wir die halt oben. Oben hin. So.
Soll nicht so viel Krach machen hier, ne? Da kann man ja nicht pennen. Zack. Zack. So, Keule weg. So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt muss ich da oben hoch und dann bauen wir... Achso, Stängel brauche ich. Habe ich die hingestellt? Stehen die nach unten? Bestimmt, ne? Hab ich bestimmt vergessen wieder. Hä? Ja, hab ich natürlich vergessen, ist egal. So, Stängel brauche ich natürlich auch. Die nehmen wir auch gleich mit. Geh doch mal hoch in dein Häuschen. Da, 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 zum Onkel Klaus. Klaus in seinem Haus. So eine braucht man hierfür. Dann ist die Tür fertig. Da brauche ich eine davon und eine davon. Dann ist das auch fertig. Dann machen wir gleich fertig. Wenn es fertig ist, ist es fertig. So, sehr schön. Ja, und dann nehmen wir die mal mit. Weil die muss ich jetzt oben benutzen und den... Achso, den kann ich jetzt hier nicht... Oh, zack. Ja, das war dumm. Warte mal, ich muss eigentlich... So, die wollte ich nur schnappen. So, so viel wie geht. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir da oben auf die Tür rauf. Das nach außen hoch machen. Ach nee, die Treppe kann ich ja fertig machen, ne? Die Treppe natürlich. Warte, da machen wir erst die Treppe. Die ist ja wichtig. Dann haben wir das Zeug auch hier nicht mehr rumfliegen. Hallo? Ach so. Ja, das war dumm. Moment. So, Treppe fast fertig. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir die Treppe hier fertig. So, dann ist das hier auch sehr gut. Jetzt kann ich auch hier rauf, ne? Sehr schön. Und hier oben weitermachen. Okay. Dann kann man nämlich auch die... Kann ich auch die ganzen Balkis mitnehmen, quasi. Und zwar das ganze Ding, ne, mit der Treppe. Habt ihr das Problem nicht, dann könnt ihr dann quasi gleich alles mit hochnehmen. Da kann man zwar nicht so mega schnell laufen, aber man hat eine größere Transportkapazität sozusagen, ne. Jetzt kann ich hier hochlaufen, oben drauf hüpfen und kann ja weitermachen. Nicht unterstützt, wie schön. Ja gut, da muss ich es doch hier hinlegen. Ein bisschen drehen vielleicht. Geht das nicht? Drehen bitte. Einmal drehen, danke. So. Nimm alles mit, geh da hoch und arbeite mal. So, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's ab hier mit dem Raki. So, jetzt brauche ich wieder Stängel. In die Stängelkiste greifen. Sehr cool. Sehr gut. Guck mal, hier oben ist schon quasi fertig. Und hier müssen wir uns halt überlegen, was wir da machen. Da wollten wir ja noch ein bisschen rumfummeln. Aber hier oben ist quasi fertig, ne? Sehr, sehr schön. Sehr cool. Ja, überlegen, was wir da machen. Können wir eigentlich mal... Achso, nee, da muss ich ja noch... Da muss ich noch fertig machen, ne? Das machen wir zuerst noch. Gucken, ob ich da drankomme. Also erstmal... Oh, ich habe auch noch genug Kleeblätter mit. Dann schnappe ich mir hier noch... Schnappe ich mir noch weitere Stängelchen. Und bauen wir hier weiter. So, jetzt ist die Frage, ob ich da dran komme. Aber wenn man von hier geht, müsste ich eigentlich von hier unten so quasi dran kommen. Genau, und von hier kann man dann wunderbar... Boah, super. Das geht nicht. Warum? Das geht nicht. Das geht. Das geht. Oh ja. Das geht nicht. Stängel. Okay. Oh, war knapp. Stängel sind alle... Wie schön. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Jetzt gucken wir mal. Bevor ich jetzt aber wieder runterrenne und Stängel hole, das ist ja auch langweilig, kann ich ja noch weiterbauen. Ne? Ich kann ja noch hinten um die Ecke bauen. Das wollten wir ja auch machen. Dafür nehme ich jetzt mal hier die lustigen Dinger mit. Die Platten, ne? Dann machen wir da weiter. Also jetzt haben wir auf jeden Fall ein schönes Dach hier über dem Kopf. Ne, da müssen wir noch überlegen. Das machen wir wahrscheinlich aber in der nächsten Folge. Da überlegen wir, wie wir eine Stelle dazu kriegen. Und unser Baumaterial legen wir jetzt mal hier drauf. Nehmen wir alles mit, was geht. Und jetzt geht's hier weiter um die Ecke. Ne? Jetzt sind wir schon an der Stelle. Unter den Pilzen lang. Und dann gucken wir mal. Herstellen. Boden.
Grasboden, so. Also drehen wir das ganze Ding mal hier so ein bisschen, so. So, und dann mache ich auch hier gleich fertig. Und da auch. Das wird dann so eine Art Balkon. Ein Balkönchen. Das ist zwar mal doof, wenn man so in den Baum reinbaut und da ragt nur einer raus, dann braucht man nicht einen, sondern man braucht tatsächlich immer trotzdem die gesamte Menge. Ist ja irgendwie auch logisch, aber trotzdem, naja, trotzdem doof, weil braucht man halt viel mehr. Naja, es gibt auch keinen Patch oder keine Möglichkeit, im Moment sehe ich etwas nicht, dass man irgendwie effizienter bauen könnte. Also, ne, die Grasplatten sind ja schon billig sozusagen, die gibt es ja an jeder Ecke. So, jetzt sind wir schon an dieser Stelle hier. Jetzt könnte ich hier schon von hier auch schon wieder, was weiß ich was machen, zur Hecke reisen. Ne, mit der nächsten Seilrutschenankerpunkt. Das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt wollte ich ja weiter Grasboden hier bauen. Und mal gucken, wo wir da auskommen. Ne? Hier hin vielleicht. Da rum. Dann machen wir hier nochmal so eine Rundung. Gebogener Grasboden. Ja. So, ne? Dann können wir den hier rund bauen. Dann haben wir das auch fertig. Und dann bin ich schon durch mit meinen Platten. Und dann geht's da weiter, ne? Und wenn wir dann an der Stelle sind, dann geht's weiter hoch in die nächste Ebene. Mein Gott, in die nächste Ebene. Genau. Und hier können wir noch zusammen machen. Wir sind auch noch nicht am Ende der Folge angekommen, aber weit weg sind wir natürlich auch leider nicht mehr. Ne? Das geht immer relativ schnell. Gut, ist auch egal. Wir sind ja noch nicht fertig. Sprösslingsgeländer brauche ich nicht. Ich brauche einfach Geländer. Wo haben wir es denn? Sprösslingszaun da. So, und den bauen wir jetzt hier weiter. Nee, warte mal. Da jetzt nicht. Und da auch nicht. Höchstens da. Da. Und dann geht es da weiter, weil ich nicht möchte, dass wir da... Warte mal, wenn ich da so reise, reicht da... Also passiert nichts, ne? Da lassen wir uns eine Lücke, ne? Damit man reisen kann. Ich weiß nicht, das müsste eigentlich gehen so. Ich will da nicht hängen bleiben, ne? Meinte ich damit. So, machen wir da weiter. Und hier machen wir so eine Rundung, ne? Da brauche ich diesen runden Zaun. Haben wir auch schon im Porfö. Im Sortiment. So, ach, sehr geil. Und dann geht's da hinten rum. Dann sind wir praktisch schon auf der, schon Richtung Rückseite des Baumes. Ne? Ich mache den auch hier nicht breiter, das ist Absicht. Ne? Ich finde das so witzig, dass man da so, ja, so eng dran vorbeigehen kann. Finde ich irgendwie sehr geil. Finde ich sehr cool. Gefällt mir gut. Warte. Jetzt muss ich nochmal gucken. Grasboden. Das könnte ich auch einen halben machen eigentlich. Das könnte man natürlich schon. Und dann dahinter noch einen, aber da komme ich nicht mehr dran. So. Ja, da brauche ich jetzt Sprösslinge und sowas. Jetzt gucken wir mal, was ich mit habe. Kann man ja hier schon weiter bauen. Ich habe ein bisschen Seil mit. Ja, das war es auch schon. Wahnsinn. So, jetzt bringen wir es noch zusammen runter für die nächste Staffel, hätte ich beinahe gesagt. Für die nächste Runde. Und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Das geht wirklich schnell. Ne? Tut mir leid. Also, mir tut das auch so ein bisschen leid, weil das... Was ja doch recht schnell geht. So, jetzt machen wir hier auf. Hallo, Tür? Gehst du auf? Ja. Da kann ich auch durch, wie schön. Da wollte ich eigentlich die Tür an einer anderen Stelle machen. Hatten wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich. Das hat nicht geklappt, weil das doch zu eng war. Die Tür war so eng, dass man nicht durchgehen konnte. Super, ne? Total praktisch. Die schnarcht da unverschämt, ey. 15.55 Uhr. So, jetzt ziehen wir uns erstmal was zu essen und zu trinken rein, liebe Freunde. Und dann würde ich schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir machen die Folge ein ganz kleines bisschen straffer, ein bisschen kürzer. Dann kann ich auch regelmäßiger Content für euch bereitstellen. Mit anderen Worten, Folgen veröffentlichen, was mir auch riesen Spaß macht. Denn wenn ich dann so endlos lange Folgen mache, dann geht das nicht. Dann muss ich ja auch länger dran arbeiten, dran rumschneiden und so. Was schnarchst du da so? Das könnt ihr euch ja sicher vorstellen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir genau an dieser Stelle weiter. Vielen Dank, euer Raki. Tschüss.